Bevor das Video beginnt, möchte ich euch noch sagen, beziehungsweise entschuldigen, dass die letzten zwei Rennen bei mir nicht auf meinem Kanal kamen, da die Audiodatei kaputt war. Ich habe das Ganze mal aufgenommen und habe dann gemerkt, dass da irgendwas kaputt gegangen ist und konnte das nicht mehr beheben. Ihr könnt mir da gerne Tipps reinschreiben, falls ihr euch damit auskennt. Ansonsten, ja, wie gesagt, möchte ich mich einfach entschuldigen. Die beiden letzten Rennen könnt ihr bei Jan euch angucken und dann wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Rennen. War mega geil. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge F1 Koop. Karriere mit dem Mike. Hey Leute, ich habe blaue Reifen drauf, es gibt stark Regen und ich hab Bock, Alter. Und das, Alter, im Qualifying mit... Gibt's im Rennen auch? Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Guck mal, Bruder, ich kenne mich da nicht aus. Wir spielen hier Malaysia, ist heute in der Karriere dran. Das ist ein einzig wahrer Prank. Also hier in Malaysia Monsunregen offensichtlich. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, kann sie mal abchecken. Nein. Im Rennen nichts, gar nichts. Im Rennen nichts. Oh, ich hoffe, dass ich im Qualifying trotz Regen gut fahre. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, kann sich das auf jeden Fall angucken. Rechts und beim i einfach mal die Playlist. Gucken natürlich, also wir spielen natürlich hier beide, also aus beiden Sichten könnt ihr gucken. Genau, ne, aus beiden Sichten. Am besten parallel, wir schneiden das gleich. Dann habt ihr das parallel, beide Sichten. Bei mir bist du wieder gefahren. Du bist bei mir an meiner Box vorbei und dann fahre ich raus und dann bist du auf einmal hinter mir. Ich verstehe das nicht. Ja, du wirst mal viel früher rausgelassen, das ist voll unfair. Ja, ich bin ja auch Alter, das ist so heftig. Was ist heftig? Der Regen. Sieht krass aus, ich finde das gar nicht schlecht von der Qualität und so. Ja, ja, aber es ist halt echt viel. Grafik ist auf jeden Fall okay. Hui. Oh Gott! Ja Leute, jetzt fahren wir zum ersten Mal mit Blau. Ich hatte letztens noch gesagt, in Singapur glaube ich war das, dass... Also hier kann man die Reifen auf jeden Fall ordentlich verballern, ganz viele Versuche kann man hier fahren. Ja, das stimmt. Aber man darf sich natürlich auch nicht töten, da muss man natürlich auch drauf achten. Ja, die, wenigstens eine gute Runde müsste man fahren, dann darf man sich gerne töten. So, das stimmt, ja. Kaputt mal. Oh fuck, ich habe kein Benzin mitgenommen, oh, bin ich blöd. Ich schon. Ich mach das immer und da habe ich aber gerade gelabert, weil ich so überwältigt war von diesen blauen Reifen, die ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben fahre. Und dann habe ich kein Benzin mitgenommen. Was? Ich fahre auch zum ersten Mal jetzt mit Lenkrad. Diese Strecke konnte ich zum Glück vor der Aufnahme, habe ich zwei Zeitfahrrunden hier gefahren. Kann man irgendwie nochmal Benzin aufladen? Wenn du reinfährst in die Box, ja. Reinfahren, ne? Ja. Ja, dann mache ich das vielleicht. Ich weiß nicht. Ich habe nur für drei Runden, das ist voll ätzend. Ich muss auf jeden Fall hier Abstand gewinnen. Ja, ich auch. Deswegen fahre ich auch langsam. Du hast doch ganz viel. Ja, ja. Ich gebe jetzt auch Gas. Ich mache das extra so, dass wenn du an der Box vorbeifährst, dass dann alle rausfahren. Das ist geplant. Bullshit. Leute, ich weiß nicht, ob das was werden kann. Weil da fahren sogar gerade welche raus. Oh, heilige Macke. Also wie gesagt, aus beiden Sichten angucken, parallel, wäre das mega cool. Und ich sollte vielleicht wieder auf Maximum stellen, wenn sie ihn. Ja. Gleich geschnitten hier, dann habt ihr es aus beiden Sichten, wie krass wir sind. Hoffentlich nerven die da vorne jetzt nicht. Bitte nervt nicht. Wir haben gerade Pro Clubs gestreamt, ist das nicht krass? Das war absolut krass. Ich habe ja eigentlich bei Italien habe ich gesagt, dass wir drei Rennen aufnehmen. Und jetzt haben wir zwischendurch, also zwischen Rennen 2 und 3 jetzt, einen Stream gemacht. Läuft. Mann, jetzt sind die direkt vor mir, was soll das denn? Oh, lila Sektor. Bin sowas von gespannt, was wir hier Runden für Runden fahren. Richtig schlechte Runden. Aber ich habe keine Ahnung, auch, weil ich hier mehr rutsche als alles andere. Ich habe irgend so ein Schild mitgenommen. Kann ich das überhaupt nicht einschätzen, wie die NPCs hier fahren. Ich hoffe, ich fahre schneller. Ach du Scheiße. Boah, das hier ist... Oh, Lewis Hamilton hat schon eine Runde. Lag das Schild bei dir auch da? Ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe das umgefahren. Ich wollte wissen, ob das dann da liegen bleibt oder nicht. Ja, die Schilder sind dann kaputt. Aber ich habe... Hat nicht drauf geachtet, ob da irgendwo ein Schild liegt oder so. Hatte wichtige Sachen zu tun. Ich spiele ja gerade Need for Speed. Drifting. Oh, das ist aber echt schlimm. Das ist ja
ätzend hoch 10. Also ich werde eine ultra schlechte fahren, glaube ich. Also ich kann nicht einschätzen, wie die Bots da hingegen fahren. Ja, ich kann das auch überhaupt nicht einschätzen, ob ich. Aber oh, jetzt habe ich gerade einen Poller mitgenommen. Meine ist schon extrem scheiße. Also ich will jetzt eine fahren und dann fahre ich direkt an die Box wegen Benzin. Aber Benzin? Ja. Bin ich Erster? Nee, bin ich nicht. Zweiter bin ich. Ich bin Erster. Jo. Jo, du bist 2 Sekunden schneller als ich. Was ein Prank. Versuche mich nochmal zu verbessern. Was bis jetzt nur bedingt klappt. Oh Gott, ich muss hier weg, du kommst. Hi. Jetzt habe ich eine grüne Zeit. Also ich bin schneller noch als meine. Also das könnte wirklich das erste Mal werden, dass ich nicht auf Platz 1 starte. Ich habe nicht an Benzin gedacht. Das war schon mal extrem scheiße, weil jetzt hätte ich Freibahn. Und zweitens, richtig schlecht. Boah, ich bin nochmal eine Sekunde schneller gerade. Richtig schlecht, dass es so hart regnet und mit Blau. Bin noch nie mit Blau gefahren, noch nie bei so einem Regen und das ist gerade echt schlecht. Strecke finde ich eigentlich ganz okay, aber das ist ultra dumm. Das nervt mich gerade. Muss ich gerade so hart konzentrieren, Leute, ich kann nicht reden. Wobei ich auch nichts dagegen habe, mal nicht als Erste zu starten. Das ist immer ein bisschen Abwechslung. Aber, ja, ist kein Problem, ich rede schon. Hashtag Labertasche, Leute. Einfach mal in die Kommentare. Oh, guck mal, wie man rutscht. Ist unglaublich. Hab ich ein bisschen kaputt gemacht. Ich wäre gerade fast. Oh, es sind nur noch 5 Minuten. Oh, scheiße, wird das was. Ich kann nur noch eine Runde oder so fahren. Und du bist jetzt Dritter? Ich bin Vierter. Oh, fuck, da bin ich ja gerade richtig versaut. Bin Vierter. Oh, jo. Du bist 3 Sekunden. 3 Sekunden schneller als ich. Junge. Ich fahr jetzt an die Box. Ich fahr auch an die Box gerade. Ja, aber ich. Erst nächste Runde. Ja. Also, nochmal Benzin also mitnehmen. Ich kann nur eine Runde noch fahren. Die muss sitzen, Leute, weil sonst starte ich hier vielleicht als Fünfter oder so. Junge, ich hasse gegen. Ich habe ihn schon immer gehasst. Und im Qualifying, willst du mich verarschen? Aber dafür können wir mit ganz frischen Reifen ins Rennen reinstarten. Ja, das ist halbwegs positiv. Das Problem ist, dass die jetzt lang brauchen, bis die mich hier überhaupt reinparken. Wird das Benzin automatisch gefüllt jetzt? Weiß ich nicht, musst du nachgucken. Also ich glaube schon, aber halt nur so ein bisschen. Ne? Also musst du mal nachgucken, wie viel bei dir drin ist. Okay, ich packe einfach ein bisschen was rein. Ich fahre eine Runde, ja, machen wir mal auf 4, 5. Das sollte. Weil das auf jeden Fall direkt wieder rausfahren. Ja, ja, mache ich jetzt. Ja, im Regen dauern die Runden natürlich auch länger, ne? Ich sag ja, eine Runde kann ich fahren, mehr nicht. Eine Runde kann ich fahren, mehr nicht. Wollen gleich auch mal die Boxeneinfahrt testen. Ja, die geht. Muss man nur wissen, wo sie ist. Oh shit. Geht. Jetzt fahren nochmal alle raus, alle. Du willst mich doch verarschen. Vor mir sind 5 Autos und hinter mir sind alle. Musst du entweder zu den vorne ganz viel Abstand lassen oder die schnell überholen. Ja, ich hoffe, dass ich die überhole. So, wo ist die Boxeneinfahrt? Ah, hier. Bekommen die ja nicht angezeigt, weil ich es nicht ansagen kann, dass ich Boxenstopp machen will. Boah, Regen, das ist gerade hart. Boah! Das ist ja noch härter wie gerade eben, oder? Nee. Hab ich gar nicht das Gefühl. Nicht. Ich sehe gar nichts mehr. Der Bildschirm ist nur unscharf von den ganzen Regentropfen. Oh, richtig geil. Das hatte ich noch nie. Könnte sein, dass du jetzt zum ersten Mal nicht vom Platz 1 startest. Habe ich ja gesagt. Also ich hätte nicht unbedingt was dagegen, weil Abwechslung ist auch mal gut. Aber ja. Na? Das ist trotzdem ärgerlich.
Mercedes auf jeden Fall auf Platz 2 und Platz 3 gerade. Ja. Hätte man nicht denken können. Beide Mercedes besser als ich. Also die, was vor mir sind, sind halt Kühat, Eriksen und so, die kann ich eigentlich überholen. Dann habe ich ein bisschen Freibahn. Ich muss nur noch Eriksen überholen. Kühat und Palmer habe ich schon. Obwohl ich auf Mager fahre. Auch geil. Oh ne, da vorne ist noch einer. 17 von 20 Autos sind gerade auf der Strecke. Ey, what the fuck? Ja, die sind eigentlich alle immer draußen. Bis auf du jetzt eigentlich. Also die anderen müssten noch fahren. Also ich hab. Zu dir habe ich eine. Habe ich 2,6 Sekunden Abstand, aber zu Bottas Platz 2 nur 1,7. Okay, Bottas ist in der Garage. Der fährt nicht mehr, glaube ich. Hamilton macht gerade eine Outlap. Der versucht nochmal Bottas zu überholen. Okay, letzte Runde. Also die eine darf ich noch fahren. Und ich hoffe, dass ich sie gut fahre. Und ich hoffe, dass dieser Arsch vor mir mich nicht aufhält. Oh, es gibt ganz viele, die auch noch gar keine Runde haben. Harris von Force India zum Beispiel. Ja, jetzt sie alle drin. LOL! What the f... Was? Was? Warte, ich muss das überprüfen. 24. Nee, okay, das ist ein Anzeigefehler. Pandorne hat hier gerade einen lilanen Sektor gefahren und ich dachte, what the fuck, ist die Strecke jetzt plötzlich so viel besser, dass so ein Lobo einen lilanen Sektor fährt, aber der wird hier nur lila irgendwie angezeigt, aber ich bin eine Sekunde schneller oder so als er. Also keine Ahnung, was da für eine Anzeige ist. Vielleicht schaffe ich es noch, Erster zu werden, ich weiß es nicht. So wie es jetzt aussieht, ja. Ich hab jeden Sektor lila eigentlich, ja. Jeder Sektor gehört mir gerade. Das werden wir vielleicht ändern. Jetzt habe ich Hülkenberg vor mir. So ein Arschloch. Kann er nicht einfach weggehen? Ich glaube, die Strecke ist echt besser. Weil ich fahre gerade ultra besser als du. Oder bin ich gerade nur bescheuert? Das ist wieder ein Anzeigefehler. Weiß ich nicht. Die Zeit ist auf jeden Fall abgelaufen. Du, wenn du über die Ziellinie gefahren bist, ist es vorbei. Leute, ich bin echt gespannt, ob das was Gutes ist oder nicht. Hülkenberg vor mir. Schwarzen Bildschirm. Wir würden ihn gerne überholen. In dieser letzten Kurve. Ich bin in der letzten Kurve vor der Startziel. Hab nochmal ein Überholmanöver. Aber ich denke, ich hab Erster oder Zweiter müsste ich sein. Erster, glaube ich. Bin gut gefahren. Ja. Alter, ja. Ja, krass. Jawohl, Leute, wieder als Holy Erster. Shit. Ja. Die eine Runde hat es noch gerettet. Hamilton hat auch noch Bottas überholt. Ja, das ist nicht so geil. Aber zum Glück, ich wäre sonst wirklich als Vierter oder Fünfter gestartet. Ist auch kein Problem, aber Erster ist natürlich schon cool. Beide Punkte holen. Ich bin 23 Punkte hinter Hamilton insgesamt. In der Konstrukteur das heißt, sind wir mal raus. 121, das wäre echt geil. Hamilton rausfliegen, wir beide Punkte und dann holen wir den Konstrukteur auf und wenn wir sogar Erster und Zweiter sind, ja, wäre einfach krass, dann kann man auch Hamilton einholen. Das wäre die einzige Möglichkeit, wenn Hamilton keine Punkte jetzt kriegt und ich Erster werde, dann bin ich vor ihm. Dazu gehört wirklich Glück und auch Können. Beides. Auf geht die wilde Fahrt. Ja. Okay. Rennstrategie. Rot, rot, gelb. Alter. Ist geil. 8 Runden, dann 9 Runden und dann 11. Ja, habe ich auch. Wahrscheinlich hier. Ich ändere das. Wieso das denn? Ich nicht. Ich ändere das in. Trink nochmal was. Hier. Kurz vor dem Start, Leute. Wobei, es ist ja Einführungsrunde. Die Zeit läuft ab. Ja. Hast du? Oh, das war ganz knapp. Ja, ich starte mit Gelb. Okay. Was machst du dann?
Ich gehe erst in Runde 12 an die Box. Das ist mein Plan. Ich fahre gelb, rot, rot. Weil ich jetzt, ich will halt nicht im Pulk rauskommen, wenn du an die Box rauskommen, wenn ich in die Box fahre, weil das hat das mir bei Italien halt das Rennen kaputt gemacht. Okay, vielleicht kann es was Cooles werden. Das sehen wir dann. Das heißt, mein Start wird halt, da ich weniger Grip habe beim Start, ein bisschen schwieriger. Aber wenn ich halt durch die ersten, ich sag mal, durch die in der ersten Runde halt unfallfrei durchkomme, dann ist, kann ich halt mein Rennen mit Gelb halt im ersten so normal fahren und dann habe ich es halt in eigener Hand. Die ersten Kurven sind halt immer ein bisschen sehr gefährlich, von jedem Rennen immer. Ja. Deswegen jetzt hier ordentlich, ohne von der Strecke zu kommen, die Reifen aufwärmen. Das wäre ganz gut, ja. Und mal wieder als Erster und Zweiter ins Ziel fahren, würde ich sagen. Ja, als Erster und Zweiter starten tun wir ja echt recht oft. Aber als Erster und Zweiter ins Ziel haben wir bisher zweimal geschafft. Und das soll heute das dritte Mal sein. Jawohl. Das wäre echt ganz geil. Und wenn einer der Mercedes, am besten natürlich Hamilton, das wird mir am meisten weiterbringen, keine Punkte holt, egal ob er jetzt dann Elfter ist oder eben rausgeflogen ist. Wobei das Rausfliegen wahrscheinlich wahrscheinlicher ist. Ja. Das wäre natürlich ultra. Wir hatten auch lange kein Safety Car mehr, oder? Ja, das stimmt. Auch wenn irgendwie in letzter Zeit sind, es sind irgendwie viele rausgeflogen, aber trotzdem Safety Car gab's nicht. Nee. Eigentlich komisch. Okay, fahren wir hier ein bisschen Hui Hopsasa. Ah, jetzt übernimmt er. Perfekt. Ja. Hier wieder ein bisschen früher. Das wird spannend. Man nimmt da ein bisschen früher. Ne? Witzig, das mit Gelbstrahl ist. Mal gucken, wie das klappt. Ich bin echt gespannt darauf. Ja, 12 Runden gelb und 8 Runden jeweils rot. Diesmal bin ich sogar innen, Alter. Wow. Ja, das stimmt. Absolut krass. Boah, Hamilton. Durchfahrtsstrafe hatte ich noch nie. Außer im Training mal. Sollen wir das mal machen? Durchfahrtsstrafe. Bekommen. Ja, wenn meine Kupplung nicht funktioniert, ne? Stell dir mal vor, die Taste funktioniert nicht und ich gebe einfach Gas. Die Taste? Das ist ein Pedal. Bei mir ist es die Taste. Alter, Hamilton überholt mich immer direkt. Ja, du hast jetzt auch schon an mir vorbei. Reifen jetzt. Ja, aber trotzdem. Wow. Die ersten Kurven hier sind ein bisschen nervig. Danach geht's. Hamilton vor dir, du Dritter, okay. Ja, aber ich versuche jetzt in dieser Kurve schon durch später Anbremsen an den Führerbereich zu kommen und ich habe es geschafft. Jawoll. Ohne Schaden durchgekommen. Wow, was Seltenes. Oh Gott. Ja, man hat hier ein schweres Auto, da kann man das hier nicht mit Vollgas alles nehmen. Nee, ich stelle gerade auch schon auf Fett, dass ich ein bisschen leichter werde. Muss mal gucken, ich habe mein Benzin gar nicht verstellt. Ich hab's ein bisschen höher. 8,5. Ich mach's ja immer ein bisschen höher, da bin ich auch gerade ein bisschen gerutscht mit dem Heck. Okay, muss ich ein bisschen aufpassen, merke ich gerade. Ich fahr dazu, das kann bisher. So, ich bin echt gespannt, wie das hier mit meiner Taktik jetzt wird. Ja, ich auch. Da bin ich echt auch gespannt drauf. Hoffentlich wird das gut und wir sind Erster, Zweiter. Das wäre schön. Und Hamilton fliegt aus. Es wäre cool, wenn dem sein Auto einfach mal zu brennen anfängt. Ja. Kommt einfach Rauch raus, dann passt die Sache. Ui, ich fahr freihändig. Oh. Krass. Krass du bist. Ja, Mann. Wow. Gab's wieder einen Ruckler. Danke. Ich finde die Strecke aber, weil sie halt einfach breiter ist, cool.
Sie ist breiter, sie... Oh, lila Sektor. Sieht echt ganz gut aus. Strecke. So, also das bedeutet, wir haben es heute nicht geschafft, beide überhaupt ins Ziel zu kommen. Das wollen wir hier schon mal bei diesem Rennen ändern. Wir haben es nie geschafft, in einem Rennen beide übers Ziel zu kommen. Immer einer rausgeflogen am heutigen Aufnahmetag. Na, hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht rausfliegen. So, jetzt haben wir die Kurven schon besser genommen, ohne mit dem Heck rauszuschleudern hier. Nochmal ein lila Sektor, Alter. Kann ja gar nicht sein. Lügst doch schon wieder. Fällt bei mir lila. What? Vielleicht aktualisiert das es nicht so schnell. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich mit gelben Reifen schneller fahre als du. Unser Abstand bleibt auch ziemlich gleich. Ja, ja, das auf jeden Fall. Mal gucken, vielleicht hast du ja eine schnellste. Hätte ich auch nichts gegen. Ausgezeichnet, das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Nee. Eine persönlich schnellere. Logischerweise, die zweite sollte eigentlich immer schneller sein als die erste. Das wäre ansonsten ein bisschen schlecht. Das ist klar. 20 Sekunden schneller wie im Starkregen. Vorhin habe ich die Strecke gar nicht gesehen. So hat es geregnet, Alter. Gar nichts mitbekommen. Krass, echt. Qualifying, so ein Regen. Heavy. Ja, das sieht ganz gut aus. Die Runde ist echt ganz gut wieder. War gerade so ein bisschen sicher. Abstand gewinnen, nichts riskieren. Ganz genau, damit das nicht passiert. Die Kurve war es vorhin schon, wo ich gesagt habe, hier hat es mein Heck aber ordentlich rausgehauen. Ja, zu früh aufs Gas gegangen. Und hier schon wieder. In der zweiten Runde habe ich sie gut genommen, aber in der ersten und jetzt... In der ersten habe ich dann noch rechtzeitig vom Gas losgelassen und gebremst. Hier nicht. Aber du bist Zweiter geblieben, ja, das ist doch schon mal. Das ist Weltklasse. Was? Zweiter geblieben, keinen Schaden, gar nichts. Ich habe noch so früh gebremst, dass ich nicht in der Bande war. Ein bisschen Gras abbekommen, aber. Das ist schon wieder weg, glaube ich. Guck mal, wie die Sonne mich hier auch blendet. Ist so. Was ist das denn? Ich finde das cool, aber irgendwie. Also nicht so cool, aber es sind schon coole. Ja, es ist nicht so krass, aber ich finde die Grafik eigentlich für so ein Formel-1-Spiel ganz okay. Ja, ich auch. Bin gespannt, wie das zu 2018 wird, aber. Sieht ganz gut aus, ja. Wann gehst du an die Box? Absolut keine Ahnung, ich guck mal kurz. 8 bis 11. Das war ja 8, 9, 11 vorgeschlagen. 8 mit Rot, 9 mit Rot und dann 11 mit Gelb. Ja. Das war der Vorschlag. Ich habe 11, 9, 16 und 14 die Reifen. Jetzt gleich kommt wieder meine Lieblingskurve. Alter, ich habe mehr Reifenverschleiß als du und das mit gelben Reifen. Du fährst halt einfach anders. Oh shit. Hat sich auch rausgehauen. Ja. Ja, siehst du, das ist aber die auch Kurve. Nicht gegen die Bande. Das ist die Kurve. Ja, weil da bremst mal so arg runter. Da kannst du gar nicht so viel Gas drücken, dass du da direkt rein rauschst. Also ich habe das F1 2016 habe ich das geschafft. Oder vielleicht auch 2017 mit Controller bei meiner privaten Saison, weiß ich nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich da schon meinen Frontflügel schon mal verloren habe. Also ich glaube aber echt, dass... Du, wenn du in der Kurve rausfliegst, nicht so viel Tempo hast, dass du nicht so reagieren kannst. Klar, wenn du gar nicht reagierst, dann bist du halt drin, aber theoretisch kann man dann halt bremsen und ja. Guck mal, wir haben beide diese Kurve verkackt und sind immer noch erst und zweiter. Ja, das stimmt. Abstand zwar verloren und ich sehe da schon einen auf der Karte, der ultra langsam wieder fährt. Stimmt, oh, what the fuck. Jetzt wieder Probleme im Auto. Bitte Bottas oder irgendwie. Ja, stimmt. Red Bull. Ne, Red Bull ist besser, ja. Ja, wollte ich gerade sagen, Red Bull. Ja, das ist eh wieder Palmer oder
Irgend so ein Scheiß, ja. Die haben mit den Drecksautos, Alter, die können gar nichts, gehen die ganze Zeit kaputt. Fürs India hat ja auch schon ein paar Mal geraucht. Oh ja, lila Sektor, Alter. What the fuck? Ja, jetzt kann es sein, weil jetzt habe ich keinen. Vorhin hatte ich auch einen gefahren, direkt vor dir. Geh wieder so ein kleines bisschen ins Minus, hatte ich ja schon mal gemacht. Diesmal war die ganze Zeit Standard. Diesmal nicht so viel. Naja, ich hatte halt ein bisschen mehr mitgenommen, damit es dann leichter wird. Halt auf Fett fahren am Anfang, das ist ganz gut. Ja, Wehrlein ist es, der so langsam fährt. Nervensäge, ey. Ja, der, zum Glück ist er raus. Habe ich mit dem nichts zu tun. Kann er mich beim... Ach du Scheiße, oh je, je. Zum Glück fährt er nicht auf der Ideallinie. Kann er mich beim Überrunden nicht stören. Ja, das kann auch manchmal passieren bei dem Typen. Fährt einfach auf der Ideallinie, da kennt er nichts. Kann gerne die anderen blockieren, aber hat er glaube ich nicht. Die rauschen alle vorbei. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass die Bots irgendwie so behindert wie die sind, irgendwie mit den roten Reifen. Die erste Taktik war glaube ich 9 Runden fahren, oder? 8, 9, 11. 8, 9, 11. Ich kann mir richtig gut vorstellen, weil ich habe ja extra eingestellt Runde 12, weil ich wollte auf jeden Fall, dass eigentlich alle, die auf Rot starten, dass ich später an die Box war. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass, also die müssen dann alle an der Box gewesen sein, wenn ich in Runde 12 reingehe. Also geh halt dann 13, dann sind sie safe alle. Wenn noch welche in 11 gehen, die ich dann behindern könnte, dann ja, geh halt einfach 13. Nein, die müssen dann, also selbst in Runde 11 müssen die mit den Roten, also es wäre absolut dumm von denen, wenn die so lange mit den Roten fahren würden. Außer die fahren rot-weiß, das weiß ich nicht, ob das... Wenn man es ändert, wäre das bestimmt möglich. Wenn man rot-weiß fährt, könnte man, also weiß ich nicht, vielleicht müsste man dann 10 Runden oder so mit Rot fahren. Oh, was habe ich denn jetzt? Was ist denn jetzt gerade mit meinem Lenkrad passiert? Was für Reifen hast du? Gelb habe ich. Nein, von den Prozenten meine ich. Kann ich dir gerade nicht sagen. Ich habe das Gefühl, mein Lenkrad hat sich gerade verschoben. Hilfe, ich hoffe nicht. Ich fahre gerade nicht so gut. Ich fahre gerade auch nicht so gut. 21, 17, 21, 19. Ich hab gar nicht so viel mehr wie du. 18, 14, 22, 19, du weißt. Ganz Hilfe. Okay, jetzt wieder normal fahren. Ist angekommen, bestätige. Ich werde auf jeden Fall relativ früh an die Box, weil ich merke, dass die Reifen mir nicht mehr gefallen. Ja, mir gefallen meine Reifen auch nicht. Ich wäre angeblich nach Boxenstopp schon Fünfter. Das wäre ich. Dritter. Voll gut eigentlich. Bin ich an die Box, Dritter. Läuft. Alter, was sind denn hier gerade für Lüfter bei dir wieder am Stieselbienen sein? Hast du deine PS4 noch an? Nein. Ich höre auch gar nichts. Bei dir. Also ich höre gar nicht. Ohne Spaß, also mein PC ist gerade nicht so laut. Meine Klima ist aus. Ganz normal, alles. The fuck? Was hörst du für Geister? Kein Geist. The fuck? Ohne Spaß. Ja, Lüftung bei dir. Ah, Hilfe. Ich würde gern Zweiter sein, wenn ich an die Box gehe. Das. Kein Bock, Dritter zu sein. Ist angenehm, aber. Ich wäre jetzt Dritter, wenn ich gehen würde. Wäre auch gut, aber. Da ist super viel Platz. Also, ich glaube nicht, dass du da so viel Platz verschwinden. Also, Zeit. Würdest. Also da zwischen Platz 2 und 3 ist ultra viel Platz. Kann ich gar nicht selbst beurteilen, aber glaube ich dir einfach. Ich glaube, ich wäre selber Platz 3, wenn ich reingehen würde. Ja, ich wäre auch Platz 3. Also da ist wirklich eine Riesenlücke.
Wo ist dann Bottas? Ist Bottas trotzdem Vierter? Hat Hamilton sich so von Bottas weggefahren? Das weiß ich nicht. Er hat Bottas Scheiße gebaut. Das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht ist da einer mit Wehrlein oder so zusammengestoßen. Das wäre gut. Wenn's Bottas wäre. Oder ein Red Bull oder so. Also Mercedes und Red Bull halt einfach, das sind so unsere Konkurrenten. Yep. Die holen auf und die anderen gewinnen Abstand. Beides scheiße. Boxenstopp Fenster ist offen und ich werde auch gehen. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Er hat mich fast wieder rausgehauen aus dieser Kurve. Mich aber noch gerettet. Boah, da hatte ich gerade kurz das Gefühl, dass ich weniger FPS hatte. Vor mir ist einer. Den will ich jetzt eigentlich. Das ist Wehrlein. Schon wieder? Wieder ein langsamer. Wehrlein. Der fährt jetzt normal. Okay, dann war er in der Box. Und oh, das kann jetzt irgendwie wieder normal fahren. Was soll das denn? Dann werde ich den jetzt hoffentlich ohne Probleme überrunden können. Aber dann übernehme ich jetzt für eine kurze Zeit die Führung. Ein paar Runden. Viel Spaß. Versaus nicht. Versuch's. So, wenn ihr als Dritter rauskommt, vielleicht kann ich Hamilton ein bisschen in die Bande jagen. Losfahren, losfahren. Und stimmt, wenn ihr ein bisschen kurze Zeit kämpft oder so. Das ist korrekt. Das wäre nice. Außer er fährt jetzt auch in die Box. Nee, macht er nicht. Platz 4 auch nicht. Du hast noch einen Doch, er ist an die Box gefahren. Hamilton ist an der Box, ja. Stimmt, Perez ist jetzt. Perez, ich bin jetzt zweiter immer noch. Perez ist dritter, okay.